Oh Gott, ich bin aber auch. Ups. Ich bin aber auch verdammt müde heute irgendwie, ne? Ich merke das so richtig, wie ich gerade einfach nur hier durchballer, ohne irgendwie großartig. Du solltest dich hier allen vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ich bin der letzte Wein. Die Lache. Götter sind bescheuert. Oh, hier ist auch eine menschliche Blocke. Ach, guck mal, da. Komm ich da hoch? Ich kann auch gerade nicht klettern oder so, ne? Kann nur hin und her laufen. Also ich muss irgendwie da hoch. Also irgendwo. Achso, ich war nicht mehr im Gebiet drin, ne? Gefällt dir das Symposion? Und? Was machen Anhänger der Persephone so? Du meinst zur Unterhaltung? Wir besprechen Neues aus Persephones Leben, planen Symposien und Statuen zu Persephones Ehren und... Und? Tschüss. Was machen Anhänger der Persephone... Oh, verdammt. So? Du meinst zur Ich sollte gehen. Wo zur Hölle ist... Hier, da, oder? Jo, das ist es. Gar nicht auffällig. Ich weiß, es sind alte Gerüchte. Aber es heißt, Hekate wolle Persephones Thron an sich reißen. Was denkst du darüber? Wer nicht erkennt, dass Hekate das Elysion selbst regieren will, ist blind. Persephone, blind? Wie kannst du so etwas sagen? Sie hat das Elysion in ein Paradies verwandelt. Sie ist eine Visionärin. Ich glaube, egal was ich antworte, es wäre immer falsch. Das ist doch hier Verarsche. Okay, so. Kann ich wieder klettern? Nee. Ach, dachtest du wirklich, es würde uns nicht auffallen, dass du an unseren Getränken herumfuschst? Und wir waren so gastfreundlich. Wachen! Och nö. So viele gleich, verdammt. Wird er aus dem Weg gehen, Kollege. Was? Das holt er sich erstmal eine fette Waffe? Ragdoll. Das war's, oder? Okay. Entkomme von Symbiosen der Anhänger. Vom Symposion der Anhänger. Stimmt das hin? Nö. Dann nehmen wir doch einfach die Schnellreise, würde ich sagen.
Das Symposion war nicht, was ich erwartet hatte. Langsam fühle ich mich hinters Licht geführt. Ach was. Ich glaube, egal was wir hier tun in dieser Welt, es ist alles nicht das, was wir eigentlich, glaube ich, wollen. Okay, so, keine Folgequest. Das heißt, wir könnten jetzt mit Adonis weitermachen. In den Hades mit ihnen. Kassandras Angriff auf die Festung der drei Schwestern lehrte sie, dass das Stören der Ordnung die effektivste Methode war, die Königin zu destabilisieren und ihren Griff um das Elysion zu schwächen. Achso, ja gut, das ist ja das Allgemeine. Dann Adonis Rebellion musste... Ja, okay, machen wir erstmal das jetzt. Willkommen bei den Aufständischen. Diese Ruinen wurden aufgegeben, als Persephone ihr Paradies erschuf. Hier wird man uns nicht finden. Aber ihr seid so wenige. Persephones Heer besteht aus Menschen, deren Verstand sie kontrolliert. Befreie ihren Geist und bringe sie zu mir. Dann können sie für uns kämpfen. Ihren Geist befreien? Mein guter Freund Hermes ist ein meisterhafter Manipulator. Und dein Stab sieht aus wie eine seiner Schöpfungen. Versuche es damit. Im Südwesten steht ein Außenposten. Du findest ihn in der Hand des Hades. Auf seiner Handfläche wurden Krieger gesichtet. Befreien. Wenn Menschen unter fremder Kontrolle im Elysion niedergeschlagen werden, kannst du sie befreien, um die ISO-Kontrolle durch Persephone aufzuheben. Okay? Befreie Menschen, deren Geist kontrolliert wird. 2 Stück. Okay. Ich hoffe, ich kann es auch bewusstlos schlagen und nicht direkt töten. Das ist ja manchmal so ein Problem. Wohin müssen wir? Bei der Hand des Hades. In Deukaleniens Vermächtnis. Ich hoffe einfach mal, das wird da unten sein. Irgendwie fühle ich die Story gerade gar nicht. Nee, ich auch nicht. Deswegen ist... Macht doch gerade irgendwie nicht so richtig Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fühlt sich mehr einfach nach einem... Ja... Na, um welchen generischen Quest, die halt einfach so, bla, ja, mach dies, mach das. Aber storymäßig, sehr schlecht. Ah, okay. Das kennen wir ja. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Jede Menge.
Oh no. Nicht doch so einer. Das war gemein. Ich habe die Bodentextur nicht gesehen. Oh Gott, noch einer. Und noch einer. Ich hau mal kurz ab. Ja, ist wahrscheinlich wirklich so. Ich hatte aber ein bisschen gehofft eigentlich, dass das eine coole Story wird, weil eigentlich die Leute gesagt haben, es macht Spaß, das ist schön, das ist... Ja, aber irgendwie... fühle ich das gerade nicht so. War noch einer, oder? Ach, der ist wieder. Okay. Aber der Einfluss von Persephone ist schon fast auf null. Also viele braucht man, glaube ich, nicht mehr. Vergeht das ja dann danach vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Okay, hier war der Ort jedenfalls nicht. Dann könnte es noch da sein. Klatsch. So, sind wir hier richtig? Mal gucken. Hand des Hades, yay! Gibt es denn hier sowas wie einen Eingang? Hm, nicht so richtig, ne? Okay, klettern wir da einfach mal hoch. Ah!
du Schuss! Also so klappt das schon mal nicht mit dem Bekehren. Bekehre dich. Ich zeig's dir. Bleib bewusstlos. Wie war denn das nochmal? Tja, Problem ist jetzt, ne? Die sind jetzt schon alle tot hier. Wie konnte ich denn nochmal bewusstlos schlagen? Oh Gott. Die Steuerung. Ausweichen, bla bla, nach oben klettern, bla bla. Steuerung anpassen. Kampf. Niederschlagen. Wieso wird mir... Achso, warte mal. Hier. Nochmal... Wo war das? E. Achso, na gut, das habe ich ja gemacht. Na nü? Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich das damals gemacht habe, als ich für mein Schiff nach Leuten gesucht habe, für die Besatzung. Aber wie habe ich das gemacht? Das ist schon übel lange her. Schlaf gut, Mia. Nachti. Schlafe gut. So, okay. Ich denke mal, ich werde auch hier erstmal einen Cut machen. Irgendwie ist heute nicht so richtig der Flow drin. Okay.